Ah ja, ist zum Glück überhaupt nicht laut auf dem Ohr. Willkommen zu Luke. Die letzte Folge ist ja gar nicht so lange her, nur die letzte Aufnahme ist verdammt lange her für mich. Ich habe schon wieder alles vergessen, was war. Und ich glaube, auf die Welche Kugel soll an dieser Rune angebracht werden? Und ich war anscheinend kurz davor, hier das große Tor zu öffnen. Und da geht's los. Ich hoffe, es klappt jetzt alles mit der Qualität. Also ich hatte gerade ein paar leichte Probleme mit Divinity, weil die Technik wollte nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut, jetzt hier der blaue Mund. Und tschüss. Jawohl, da geht das Tor offen. Ihr habt es geschafft. Geht nun weiter, denn ich bin ganz in der Nähe. Und ob ich das auch will, ist eine andere Sache, ne? Oha. Automatisch speichern wird bitte vorbereitet. Bitte warten. Boah, mir fliegen beinahe die Ohren weg hier, sowas. Ach, alte Gruft. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wo wir jetzt hier landen. Das wird sicherlich überhaupt nicht schön. Oh. Epische Kamerafahrt. Oh. Oh, nee. Ohne Prüfung, Bellegas, kam nur einer bis hierher. Doch das Antlitz dieses Champions überraschte mich doch sehr. Rhoda lautete der Name dieser Frau im Mannsgewand. Leider musste ich sie verwandeln. Mensch zu Stein und bald Ursand. Na toll. Ihr seid nichts weiter als ein Turm. Ein Narr des Magiers Zander. Berlin zieht an euren Strängen. Lauscht ihr schon den Prachtgesängen? Zücken werde ich jetzt mein Schwert. Beklinge euch den Totenschwert. Und ist euch doch das Glück beschieden, denn der Zauber euch besiegt. Na toll. Bisher das Glück, es war euch treu. Ihr trotztet der Gefahr. Doch vom Weizen trennt sich nun die Spreu. Ihr steht vor Berlin. Oh, final darf ich ihn umhauen. Juhu! Hey, ihr habt doch den Sprung von Rhoda abgeschlossen. Ja, ich habe Rhoda gefunden, so wie es ausschaut. Boah, laut. Wo kommt denn eigentlich auf einmal diese komische Musik her? Die habe ich noch nicht zuvor gehört. Ey, eigentlich brauche ich jetzt eh nichts mehr. Ach komm, nehmen wir das hier mit und... nee, das wollte ich gar nicht. Wenn, dann wollte ich das Gold haben. Das Gold. Nicht das Gold, sondern... Was? Geldrich, die macht ein Licht verraten hat? Ja gut. Also warte mal, Trank der besonderen Verjüngung. Den kann ich, glaube ich, jetzt viel mehr anfangen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie Kollege Belliger... Bleibt wachsam. Er wird sicher einige hinterlistige Tricks versuchen, die er erkennen und abfangen muss. Noch mehr. Hinterlistige Tricks? Ich bin nicht so gut in Tricks erkennen. Sag ich mal ganz ehrlich. Hui! Verflucht sollt ihr sein, das ist nicht! Ja, was? Hui! Verunstaltet nicht mein Gesicht! Mach ich doch! Lieb gerne! Eure Fähigkeiten sind nicht zu unterschätzen. Ihr werdet beschützt von Uroboros Blut. Ihm ist zu verdanken. Nicht eurem. Ja, 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 ja. Zwar muss ich nun fliehen in Schand und Pein, doch ich komme wieder und siegreich werde ich sein. Ist klar. Hau ab. Erwacht, meine Gule, mit Feuer und Sturm schwärmt aus der Hölle und tötet den Wurm. Ich würde es gerne selbst tun, doch fehlt mir die Kraft. Mit ein bis zwei Hieben hätte ich es auch geschafft. Ist klar. Automatisch speichern. Oh, warum. Okay. So, kann ich jetzt irgendwie Ruder hier noch ein bisschen aufhelfen? Ich meine, ich würde gerne mich mit der unterhalten. Ich könnte ja auch mal eine Waffe rausholen, das habe ich ja bis eben nicht gemacht. Ja, anscheinend mit Rhoda kann ich anscheinend nicht so viel machen. Schade eigentlich, gern mich mit ihr unterhalten. Ist aber komisch, dass sie das Schalterrätsel lösen konnte und dann oben wieder alles im Ausgangszustand war. Sehr seltsam. Aber da bin ich ja mal sehr gespannt, wo es hier in den Tiefen runterführt. Und ob wir hier irgendwas Schönes finden. Ach hey. Ach hey. Soldat der Gruppe. Ey, ich habe alle drei getroffen. Juhu. Ich glaube, das wird hier gleich ein bisschen hektischer, weil ich, nicht gleich alle drei Minuten sterben möchte. Naja. Gut, ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich habe gerade im Ladebildschirm bemerkt, dass ich Level 44 bin. Das ist ja doch schon ganz schön hart. Oh, da brauchen sie noch mehr. Oh. Das ist ein bisschen irritierend, dass ich mein eigenes Wort nicht höre. Also ich hoffe mal, das passt mit dem Sound. Aber ich glaube, das wird, weil ich habe vorher einen Soundcheck gemacht und da war alles wunderbar. Das Einzige, worüber ich mich jetzt zwingen muss, ist jetzt die ganze Zeit so zu brüllen, wie sonst was, weil mein Ohr ist echt verflucht laut. Und ich kann es auch nicht leiser drehen, ohne dass es sich so auf die Aufnahme auswirkt. Das ist ein bisschen schade. Obwohl, ich würde das Headset so halb absetzen, aber dann würde man es wahrscheinlich im Dings hören, im Mikrofon nochmal. Ich habe eigentlich extra... hier gibt es mehrere Wege, das ist ja doof. Oh, was habe ich getan? Nein! Ich wollte Feuerball gar nicht verwenden. Whee! Boah, Alter, jetzt... Rückzug!
Zauberer, der... Oh, die sind Level 42. Oha. Noch nicht. Also hier ist einiges an potenten Viechern. Also... Waren doch schon mal wenige Viecher. Alter, wie viele das ist. Sind. Feuerball! Also ich frage mich als Nahkämpfer, wird das doch richtig hart an der Stelle, ich meine, Alter Schwede. Ah, jetzt wird es langsam doch mal ein bisschen haarig. Obwohl jetzt hier. Waren das die langsam mal alle? So, jetzt aber hier mit dem Flammenkreis. Ich kann nicht. Könnte mal ein bisschen Bogen schießen. Gut, da haben wir alle ausgelöscht. Wunderschön. Das gefällt mir doch schon mal sehr. Jetzt habe ich sogar kurz die Aufnahme unterbrochen, weil ich nervös geworden bin, dass es vielleicht doch zu laut sein könnte. Dass mein Soundcheck einfach nichtig war, aber in der Aufnahme ist alle... Oh Gott, wie viel habe ich jetzt kaputt? Alter, was auf mich zufliegt. Alter, ich kann mich viel wieder beschweren. Ja, schnapp sie dir, mein Tierchen. Alter Schwede. Also nicht von schlechten Eltern, was hier durch die Gegend fliegt. Dann lobe ich mir eigentlich, dass ich den Feuerball habe. Der ist dann echt nützlicher AOE. So, jetzt sieht er. Aber es gibt doch keine einzigen Gegner, die man... Oh nein, ich habe Angst. Nein, ich will kein... Oh, wie lange das wirklich hält. Über diese CC-Effekte. Aber ich habe neulich rausgekriegt, dass Divinity nicht das einzige Spiel ist, wo man der Meinung ist, man müsste unbedingt CC-Effekte in Singleplayer-Spielen einführen. Das war in hier Path of Exile, diesen Diablo-Klon. Oder Diablo-Alternativspiel. Da war das auch. Da gab es auch einen CC in den Endboss. Das war so hart, weil der hat ein paar wenige Stiege platt gemacht und dann... Ah, das ist ganz tolles Elend. Der hat dann halt stundenlang eingeeist und gestunt. So. Ich glaube, das hier hinten ist eine Sackgasse, oder? Oder? Ja, okay, das ist eine Sackgasse. Alles klar. Nochmal Schwein gehabt. Ah, meine Tastatur ist ganz schön laut. Also, ein bisschen Technik gebrabbelt, was ich hier gemacht habe. Ich habe mir noch nicht eine neue Soundkarte gekauft und mir ist schon beim Stream aufgefallen, dass es da anscheinend Probleme gibt, den Sound von der Soundkarte abzugreifen. Und da ich hätte Divinity zwingend mit Traps aufnehmen muss, ein Programm, was ich eigentlich aufgrund seiner technischen Veraltetheit, oh Gott, auf jeden Fall, weil es ein bisschen outdated ist, bin ich eigentlich sehr ungern benutze, weil es halt gerade nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten wie die Xori, was ich normalerweise verwende. Ja. Und das nimmt zwingend genau eine Soundkarte. Was sind das hier eigentlich für Türen? Ah, sehen sehr zu aus. Und scheinbar ist diese eine Soundkarte stumm. Jedenfalls ist es nicht die, die eigentlich den Sound bei mir macht. Und das ist ein Problem. Und deswegen musste ich gerade schnell eine andere Soundkarte anschießen. Und da meine Tastatur eine eingebaut hat, habe ich jetzt einfach die genommen. Aber irgendwie ist die noch lauter als so schon. Ich habe also einen normalen Kopfhörer, kein Headset. Das heißt, ich habe keine Kabelfernbedienung. Das heißt, ich kann den Mist nicht regeln. Deswegen ist es gerade auf mein Ohr unglaublich laut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich werde es heldenhaft für euch aushalten. Ich meine, so lange muss ich ja mit Divinity nicht mehr antun. Danach ist es vorbei. Yay. Also, nein, nicht yay, aber... Ich muss mir das... Oh, der Feuerball war Verschwendung. Aber ich muss mir das laute Elend nicht antun. Nein, dann kommen noch mehr. Boah. Alter, was ich da hinten schon wieder an Horden sehe. Also, das Ende des Spiels wird zwar nicht unbedingt fordernder, aber... Auf jeden Fall zahlreicher. Ah, 89 MP, den Weisheit erhalten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Weisheitsgriff für total unnötig halte? Ich weiß nicht, wie kommt aber eine Strom? Ich kann nicht. Boah, der ist immer noch tot. Ach, ich bin ja so ein Polymorphos-Vieh hier. Nein, ich bin noch gestunnt. Alter, wie lange das nicht hält. Ich kann nicht. Alter Schwede. Ich stand doch gerade mindestens 10 Sekunden lang rum. Vor allem mir würde sowas gar nichts bringen, hier irgendwie Polymorphie und irgendwelche Gegner zu zaubern, weil... Das sind ja so viele. Ich könnte mich ja nicht mal auf einen einzelnen konzentrieren. So. Alter Schwede. Aber gab es ja nicht noch einen anderen Weg? Wie schnell ich mich halt mittlerweile hochregeneriere, ne? Durch diesen prozentualen Lebenspunkt direkt. So, warte mal, mir fällt gerade ein. Erstmal, was? Ich habe 8 verbliebene Steigerungspunkte? Alter Schwede. Na gut, dann steigen wir jetzt mal Stärke? Was bringt mir Stärke eigentlich? Da brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr mit anfangen.
Ach komm, hauen wir noch Lebenskraft ein bisschen hoch, dann halte ich vielleicht ein bisschen länger durch. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber ich warte mal. Erstmal habe ich doch gerade noch ein Fertigkeitsbuch. Oh. Oh. Ja, toll. Ich wollte gerade sagen, erstmal habe ich jetzt gerade noch einen Fertigkeitspunkt erhalten, aber es war anscheinend nicht nur einer. Und zwar... Was habe ich denn hier noch für Speiseplatten bei? Und zwar der Grund, warum ich hier gerade die Fertigkeitsbücher nochmal durchlese, ist, mir wurde noch gesagt, es gibt hier, ganz links gibt es hier noch einen Baum und wie der Drachenkämpfer, kann, ach nee, da rechts wahrscheinlich, der Drachentöte. Irgendwas sollte ich hier noch machen, warte mal, Dämonen beschwören, Lebensopfer, verfluchen. Irgendwas sollte hier noch relativ universell sein, ich habe auch keine Ahnung, was es eigentlich sein soll. Magie, irgendwas mit Drachen. Tote beschwören, Geist beschwören, Umarmung der Schatten, was machen das? Ich meine, theoretisch könnte ich hier irgendeine Fähigkeit hier nochmal... Riesige Ecstasy... Was? Ihr macht euch hier ein paar Worte, neue Mana-Position. Naja, das ist ja kein Problem. Ich kann mich unsichtbar machen. Das hätte man vielleicht früher leveln sollen. Das wäre ganz praktisch gewesen. Na, jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Ja gut, das brauche ich auch nicht. Mana-Wirkung brauche ich nicht verbessern. Das bringt mir ja nichts. Irgendwas wurde mir doch gesagt, was ich hier noch opfern kann... leveln kann. Aber ich habe echt keine Ahnung, was. Was macht ein Weg des Waldläufers eigentlich? LOL. Weil ich irgendeinen dummen Rüstungsgegenstand, ich da 5 plus habe, habe ich jetzt hier 70% minus Nahkampfangriffe? Mein Rüstungswert ist auch gesunken. Ich will das nicht haben. Was soll denn das? Kann ich das irgendwie ausgleichen? Weil welcher Gegenstand macht denn diesen Mist hier? Ernsthaft, warum habe ich das verdient hier? Weg des Waldläufers plus 5. Was soll denn das? Ach, ich krieg da jedes Mal Panik. Du hast gar keine Handschuhe an. Nein, warum nicht? Aber... Oh, die Musik wird leiser. Yay. Oh, was für eine Lösung. Ja, wo ist denn hier dieses dumme Weg des Waldläufers drauf? Ich check's nicht. Bin so doof dafür. Das muss ich ja mal kurz rauskriegen. Wirbelwindangriff, Zerstörung, Mana, passive Fähigkeit, bla bla bla. Fernkampf, Frustwert. Nö. Da. Feuerwand ist da drauf. Weg des Kampfmagers. Ach, Weg des Kampfmagers habe ich auch noch. Habe ich auch noch gelevelt bis zum geht nicht mehr. Das ist ja schön. Warte mal. Das macht einen Weg des Kampfmagers wiederum. Wie doch ein Marius 20. Boah! Ich hätte diesen Mist nie gelevelt, weil mir das Ausgewogene lieber ist. Aber nein, ich muss natürlich alle Skills auf Level 20 hier haben. Die mir mal lieber. Wahrscheinlich habe ich hier Weg, dass das Camp. Das, was macht ein Totschlag? Die Wahrscheinlichkeit kritisch. Ich kann kritten? Jetzt stellt sich mir gerade die. Es könnte sich lohnen, das zu leveln. Ich weiß bloß nicht, ob Magie kritten kann, ne? Aber was anderes kann ich hier gerade nicht. Und bitte mal ausweichen. Oh, warte mal. Da hau ich doch gerne Punkte rein, warte mal, ich muss mal kurz zurück in meinen Turm. Ausweichen klingt jetzt wirklich nach einer der wenigen sinnvollen Fähigkeiten. Wenn ich Angriffen ausweichen kann, das würde ja meine Rüstung effektiv mächtig erhöhen. Gut, das greift nicht mehr so... Ich bin bereit für eine Mal, dann los. Ist zu viele Gegner greifen mich zwar gar nicht mehr im Nahkampf an, aber immer noch genug. Verteidigung? Warte mal, ich level mal kurz Verteidigung. Ich weiß noch nicht, was das gerade ist, aber... Dadurch, dass ich ja schon wieder zigtausend Geld habe und so viele Punkte eh nicht mehr. Was ist denn hier jetzt? Ausweichen. 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 Und wie scheinbar gibt es Ausweichen hier nicht. Gibt es das echt nur bis Level... Doch, danach. Quatsch. Natürlich gibt es das nicht nur bis Level 10. So. Ja, 10.000 Gold auf den Kopf gehauen. Jetzt können wir weiter leveln. Warte mal, mit Verteidigung gucken. Ihr halt einen Bonus von bla. Nee. Das lassen wir mal schön. Aber diese ganzen Nahkampf- und Fernkampfdinger, also Krieger und Waldläufer korrespondieren nur miteinander. Aber dieses Magier beeinflusst sich das gar nicht. Also man kann immer zaubern und gleichzeitig eins dabei einen Nahkampf- und Fernkampfdinger machen. Egal, jetzt, ich level jetzt erstmal ausweichen durch, weil das hat nämlich gar keine Mali. So, 13 Punkte, jawohl. 34% Wahrscheinlichkeit im Nahkampfangriff. Ich meine, das ist jeder dritte Schlag, geht damit quasi daneben, ne? Das ist eigentlich gar nicht übel. Ich habe jetzt eh gerade nichts mit meinen Punkten vorgehabt. Wahrscheinlich fällt mir gerade gleich noch irgendwas ein, wofür ich die hätte verwenden können. Oder in den Kommentaren dieser Folge schreien: Nein, was hast du gelevelt, du Idiot? Aber egal. Warum habe ich hier nicht schon wieder zwei Richtungen? Was sagt denn die Karte zu dem Thema? Die Karte zu dem Thema sagt... da muss ich hin, wa? Aber kam ich aus dem Weg hier nicht her? Es kommt davon, wenn man sich durch die Gegend portet, dann verliert man schnell den Ort, wo man herkommt. Ja, hier kam ich definitiv her. Nee, kam ich nicht. Oder sind die Skelette bloß wieder respawnen? Ich meine, hier war ich doch vorhin. Alter, wie viele das nicht schon wieder sind. Oh, hier war ich noch nicht. Und rein! Und ausweichen! Was machen sie denn da? Ich kann
Ja, guck mal, da haben wir doch schon Nahkampfskelette, den ich ausweichen kann. Also eigentlich zauber ich hier mittel lang die andere Fähigkeit. Die greifen mich ja nicht alle mit Nahkampf ein. Noch nicht. Vielleicht denk mal das aus. Lol, was, alle tot? Ich war auch irgendwie mit einem längeren Kampf eingestellt. Ich glaube, das Ausweichen war eine gute Idee, zu leveln. So, vorhin im Ladebildschirm stand übrigens noch drin, der achtsame Abenteuer guckt sich jeden Winkel einer Höhle an, weil da gibt es ja immer wieder was zu entdecken. Aber hier anscheinend nicht. Na gut. Was sollen diese runden Dinger hier nicht mal darstellen? Ah, oh. Die geht's ja nochmal erheblich tiefer runter. Ey, ich will auch mal zaubern. Hallo, ich will auch mal zaubern. Danke. Noch nicht. Ah. Ich wurde großartig. CC-Effekte bei NPCs ist immer wieder ganz schön schlimm. Und da Passive Excel hat dann jemand drunter geschrieben, naja, du kannst ja auch CC, also ist gar nicht unfair. Ich meine, du kannst es ja auch. Achso, ich wäre hier so oder so runtergekommen. Alles klar. Wo geht's hier noch lang? Wenn der Raum da rechts interessiert mich gerade nicht. Weil ich denke mal, hier ist eine Sackgasse. Hoffe zumindest. Ich kann nicht. Weiß ich ja nicht, aber. Haha, ich kann ausweichen. Auch wenn es ja nicht dran steht, wann ich ausweiche, also. Ich kann nicht. Aber ich denke mal, ich weiche schon ab und zu mal aus. Vielleicht. Ah, Mann, einer überlebt wieder. So. Oh nein, noch mehr Gegner. Ich kann nichts. Das ist ein Elend. Vor allen Dingen, was mir so auffällt, ich überhaupt gar keinen Schaden nehme, wie ich mich hier in der Gegnerhorde hochrecke. Na gut. Wenn sie mich dann doch mal treffen, dann rege ich mich nicht hoch. Ah. Naja. Alter, wo kommen die denn alle noch her? Sind das die da hinten aus dem anderen Raum oder was? Ey. Ich kann nicht. Boah, jetzt heilen die sich auch noch hier. Ich kann nicht. Boah, so wird das aber nie was hier mit denen. Ach ja. Ach Mann. Warum ist denn da die Tür blau? Boah. Nein, es hat nur den Vordersten getroffen. Noch nicht. Wenn die eine volle Breitseite abkriegen, dann sind die ja immer relativ schnell down, aber. Aber hier ist es wirklich in der Sackgasse aus. Ich muss mal kurz gucken. Ah, das war der richtige. Nein, ich hätte den anderen lang müssen. Nein. Muss wieder zurück. Was ist denn Elend? Jetzt. Das ganze Spiel über haben die mich nie ignoriert und jetzt auf einmal rennen sie zu meinem Vieh hin oder was? Das ganze Spiel, wo ich schwach war, dachte ich mir immer, warum tanken die nicht? Warum tankt mein Vieh nicht? Und jetzt fängt auf einmal mein Necropet, wie es so gerne genannt wird, auf einmal an, hier die Viecher zu pullen oder was. So, ich muss das anscheinend da hinten durch, das heißt, wir laufen erst woanders hin. Kennen wir ja. Ich zitiere das immer wieder gerne, der typische Rollenspieler sagt, aha, da hinten geht's also weiter. Alles klar, was machen denn die anderen Gänge? Und es waren die Viecher von hier hinten. Okay, alles klar. Oh, eine Schmiede. Vielleicht gibt's hier noch was Cooles. Warum gibt's hier eigentlich überall flammende Skelette? Dieses Gift bringt mich um. Ach, als ob es mich umbringen würde. Ich renne schneller leben, als mir das Gift Schaden macht. Was ist eigentlich schon. Apropos Necropet, was macht das eigentlich schon wieder? Außer hinten stehen und zaubern. Ich merke davon irgendwie nie was. Ja, das ist, glaube ich, auch vergleichsweise so schwach. Also, bis das so ein Vieh hier tot hat, das wird ja ewig dauern. So, Schmiede. Was haben wir hier? Normales, schweres Königsschwert mitnehmen. Ein normales, schweres Königsschwert. Du kannst das jetzt irgendwie weiterverarbeiten? Vor allem ein Königsschwert. Oder brauche ich das noch für irgendwas? 10 bis 71 Schaden. Also, so rein vom Damage her oder sonst wie, gibt es eigentlich keinen Grund, das mitzunehmen. Aber es wäre nicht das erste Spiel, wo man spontan was schmieden kann. Dann hat man eine bessere Waffe. Aber scheinbar ist das hier nicht der Fall. Ich glaube, ich sollte wirklich öfter auf die Karte gehen. Ich meine, die Karte ist sowieso schon dauerhaft aufgedeckt. Da gibt es eigentlich gar nicht so eine Frage, wie geht es hier weiter oder geht es hier nicht weiter. Weil es ist ja eigentlich sofort klar, welche Richtung die richtige ist und welche die falsche. So, bin ich immer sehr gespannt. Aber warum ist denn hier so ein blaues Leuchten? Das macht mich nervös.